Wenn ich zum Supermarkt gehe, um einzukaufen, muss ich einen relativ langen Weg gehen und es gibt auf dem Weg eine Kirche, eine katholische Kirche, riesig hoch, zwei Türme. Und davor steht so eine kleine Giftbox, eine kleine Hütte aus Holz. Und da legen Leute Gegenstände ab aus dem Haushalt, Kleidung und auch Bücher, die man dann mitnehmen kann, ohne etwas zu bezahlen. Nun denn, da ging ich vorbei, letzte Tage, und da stand ein Buch, das hieß Die letzten Rätsel dieser Welt. Ich habe nur den Rücken gelesen. Ich habe das Buch auch nicht mitgenommen und noch nicht mal reingeguckt. Aber der Titel ist mir in Erinnerung geblieben. Die letzten Rätsel dieser Welt. Denn der Titel legt ja nahe, dass fast alle Rätsel dieser Welt bereits gelöst sind. Und dass es nur eine ganz kleine Zahl von Rätseln gibt, die wir noch lösen müssen und wahrscheinlich auch bald lösen werden. Aber im Grunde ist es so, dass wir die ersten Rätsel dieser Welt noch gar nicht gelöst haben. Wir wissen nach wie vor nicht, warum wir auf diese Welt gekommen sind, was wir hier zu tun haben, warum wir existieren, warum es eine Welt gibt und nicht einfach nur nichts. Die großen, die ersten Fragen dieser Welt sind noch nicht gelöst. Die Menschen denken zwar seit Tausenden von Jahren darüber nach. Es gibt die großen Philosophen, die darüber nachgedacht haben. Und es gibt die Religionen, die auf diese Fragen Antworten geben. Zum Beispiel, dass es einen Gott gibt, der uns erschaffen hat, aus einem bestimmten Grund. Und verschiedene Religionen geben verschiedene Antworten auch. Der historische Buddha wiederum sagte, auf diesem Wege werden wir nie Antworten finden. Diesen Fragen nachzugehen, metaphysischen Fragen, das führt zu nichts. Verwendet eure Zeit lieber dafür, Meditation zu üben und nach Erleuchtung zu streben. Das ist die buddhistische Haltung, die klassische buddhistische Haltung. Ich persönlich finde es ganz gut und schön, dass die Welt Geheimnisse hat. Und ich finde es gut und schön, dass sie nicht gelüftet worden sind. Und vielleicht überhaupt nie gelüftet werden können. Ich liebe das Geheimnis. Stellen wir uns mal Folgendes vor. Wir besuchen die Vorstellung, die Aufführung eines Zauberkünstlers. Er tritt auf einer Bühne auf, in einer Stadthalle oder in einem Theater vor 100, 150 Leuten. Und er führt seine Kunststücke auf.
Etwas verschwindet, etwas erscheint und das Publikum staunt. Wie hat er das gemacht? Und jetzt stellen wir uns mal vor, dieser Zauberer würde nach jedem Zaubertrick, den er vollführte, erklären, wie der Trick funktioniert. Nach jedem Stück, das er aufführte. Ich denke, das Publikum wäre am Ende der Vorstellung enttäuscht. In diesem Sinne sollten wir auch vielleicht auf die Welt schauen, als ein rätselhaftes Wunder. Man gehe zum Beispiel an einen Fluss oder in einen Wald und realisiert, dass das, was dort geschieht und was man da sieht, ein Wunder ist, ein Geheimnis. Man steht mal in einem Wald und klatscht Beifall.